Wie habt ihr das bemerkt, dass da was nicht stimmt? David hat viel getrunken und musste viel auf Toilette und war auch ein bisschen müde. Aber wir haben es tatsächlich nicht selber bemerkt. Sondern wie ist das gekommen? Das war ein Zufall. Ich habe das einer Bekannten erzählt, und weil ich angenommen hatte, er hätte eine Blasenentzündung. Und die hat dann mehrere Fragen gestellt und dann irgendwann gesagt, erschreck dich nicht, ich bin Diabetikerin. Das könnte sein, dass er Diabetes hat. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Er war gerade beim Arzt, hat ein großes Blutbild bekommen. Der ist garantiert kein Diabetiker. Wie ging es weiter? Dann habe ich da angerufen in der Arztpraxis und die haben gesagt, ich soll ein Stäbchen kaufen, auf das man Pipi macht. Und da kann man sehen, wie hoch die Glucose ist, also der Zuckerspiegel. Und das habe ich gemacht. Da hat er David samstags morgens drauf gepipiert und das war dann schwarz. Und danach habe ich versucht, einen Arzt zu erreichen, habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwann, diese Freundin hat dann gesagt, komm hierher, ich messe den. Und dann sage ich dir, ob du ins Krankenhaus musst oder nicht. Und dann hat sie ihn gemessen, hat gesagt, ihr fahrt jetzt sofort. Und dann habe ich gefragt, warum. Und sie hat gesagt, ja, der ist bei 586. Und ich habe gesagt, das sagt mir gar nichts. Ja, und dann haben wir beim Krankenhaus angerufen, dann habe ich das geschildert. Und dann haben die gefragt, wo ist ihr Kind? Ich so, der spielt draußen mit seiner Freundin. Und dann hat sie gesagt, wo wohnen Sie? Wir kommen mit dem Notwagen. Rettungsdienst. Und dann habe ich gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ja, und dann sind wir hingefahren und dann haben die schon auf uns gewartet und dann ging es ganz schnell, haben das überprüft, ob das stimmt mit dem Wert, und dann hatte er auch innerhalb von 5 Minuten 2 Kanülen im Arm, und der Arzt hat mir nachher gesagt, dass ein Kind mit dem Wert normalerweise nicht laufend in die Praxis kommt, sondern mit einer Ketoazidose, aber ich konnte damit nichts anfangen, weil ich habe das noch nie vorher gehört. Also ich kannte die Krankheit gar nicht. Was hast du so in diesem Moment der Diagnose gefühlt? Ich habe erstmal 3 Tage lang das negiert. Also ich habe gesagt, der ist in der Pubertät. Außerdem habe ich gefragt, der ist ja nicht dick und auch nicht alt. Der kann ja gar Diabetes haben. Und dann haben die mir erklärt, es gibt noch ein anderes Diabetes, eine Autoimmunkrankheit, haben mir das alles erklärt. Aber das habe ich erstmal nicht angenommen. Das hat ein bisschen gedauert. Und was war dann der entscheidende Punkt, dass du es angenommen hast? Irgendwann sind mir die Tränen auch gekommen. Da hat mein Sohn gesagt, ja Mama, es ist jetzt so, ich bin jetzt Diabetiker. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann hat er wohl recht. Also da irgendwann kann man es nicht mehr verleugnen, dass es vielleicht was anderes ist, weil die Ärzte einem genau sagen, daran und daran können wir das sehen. Die Antikörper werden getestet, es wird einem alles erklärt. Man ist ja dann in so einer Schulung und dann ist es irgendwann klar, dass es nichts anderes sein kann. Wie hat sich dann euer Leben verändert? Also ich finde, es gibt Leben vor und nach der Diagnose. Und danach, ja, man ist einfach anders. Man muss Essen berechnen, man muss auf Dinge achten, auf die man nie achten musste. Man muss nachts wieder einen Wecker stellen, nachts aufstehen. Und das Kind war vorher total autonom und frei und jetzt braucht es wieder viel mehr Fürsorge. Wie stark empfindest du diese Einschränkung? Also da mein Sohn das super macht, finde ich es okay. Also ich fand es erst ganz, ganz, ganz Horror, aber glaube ich eher, weil das man echt schockiert ist, wenn man auch vor allem diese Krankheit nicht kennt und man auch viele Ängste auf einmal hat, die man vorher nie hatte. Er hat auch noch 2 Geschwister, also da kamen ganz, ganz viele Ängste. Aber ja, der macht das einfach super. Wo nimmst du das Vertrauen her, dass er das alles richtig macht und du nicht jeden Tag und jede Minute überwachen musst? Ich rede viel mit David, ich schilder ihm meine Ängste tatsächlich. Also ich sage, ich habe da und da vor Angst, achte gut auf dich. Und dann sagt er, das mache ich, und dann vertraue ich ihm. Und ich kann ja auch sehen, dass er es gut macht. Also man sieht ja als Mutter, für das Kind vielleicht so leider, aber man kann ja sehen, ob er das gut macht oder nicht. Ich kann das ja nachvollziehen, weil ich sehe ja seine Blutzuckerwerte, er bespricht ja die Dinge mit mir, die er spritzt. Ich kann sehen, was gut funktioniert und was nicht. Ich weiß, wenn er nicht misst. Und deswegen... Wie viel Prozent hat Diabetes jetzt in eurem Leben eingenommen? Oh Gott, ja, wir sind ja seit 3 Monaten dabei, wir sind ja ganz Frischlinge, jetzt würde ich sagen 90, also gerade ganz viel. Und was war der Grund, hier auf diese Freizeit zu kommen? Ich wollte, dass er andere Diabetiker-Kinder kennenlernt. Und ich wollte auch andere Mütter treffen, wobei ich sehr, sehr skeptisch war, dass es zu früh ist, hierher zu kommen, weil wir halt ja noch ganz frisch dabei sind, dass das sehr überfordernd sein kann. Weil die alle kennen sich total gut aus, haben Pumpen, Werkzeug, weiß ich nicht. Und das war auch tatsächlich so. Also für mich war es zu viel, aber David fand es super. Also, Ziel erreicht. Wo hast du von dieser Freizeit gehört? Im Internet. Tatsächlich in den ersten Nächten im Krankenhaus habe ich tatsächlich gegoogelt, was man nicht soll. Und da gab es eine Facebook-Gruppe, und in dieser Facebook-Gruppe war die
Vereinschefin, sag ich mal. Und die ist ja Diabeteslotsin und die habe ich wegen einer Frage angerufen. Und ich weiß gar nicht, ob sie mir das erzählt hat oder es war halt irgendwie dann in Facebook, in dieser Gruppe war eine Werbeflyer. Und dann habe ich gefragt, können da auch schon Neulinge hin? Und da hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir es gewagt. Was sind denn deine Fragen gewesen nach der Diagnose? Oh Gott. Also jetzt an Gudrun oder generell? Nein, nein, generell. Also man kriegt diese Diagnose und was kommen da für Fragen auf? Oh, ganz, ganz unterschiedlich. Also Fragen von meinem Mann und mir waren, wird unser Kind so alt wie alle anderen? Oder was sind die Lebensgefahren? Woran kann er sterben? Wird er nachts einfach sterben? Wie ist das, wenn er in Unterzucker geht? Was passiert? Kriegt er irgendwelche Hirnschäden? Kann er behindert werden? Also man hat so viele Fragen, es ist unvorstellbar. Darf er jemals Bier trinken? Darf er Süßigkeiten essen? Alles. Und hast du jetzt gute Antworten bekommen, die dich beruhigen? Ich habe ehrliche Antworten bekommen, ja. Also ich finde, die haben das bei uns ganz gut gemacht, trotz Corona. Da waren ja harte Bedingungen im Krankenhaus, aber die haben gesagt, bei der Schulung müssen beide Elternteile anwesend sein, sonst geht das Kind nicht mit nach Hause. Und das war für uns schwierig, weil wir ja noch mehr Kinder haben, das zu organisieren. Aber ich finde, die haben das gut gemacht und sind auch immer noch für uns da. Also wir rufen da häufig an. Hattet ihr überlegt, dass dein Mann mitkommt? Nach hier? Ja. Kurz. Und? Haben wir das überlegt. Und? Ja, irgendwie dachte ich es gut, wenn... Nee, also dann, er muss arbeiten und dann hat er Freiraum zu Hause und dass man sich so ein bisschen aufteilt. Und es war ja auch, also es wäre gegangen, aber mit Corona war es auch schwierig, darf nur ein Elternteil mit. Und wir haben uns dann aktiv dagegen entschieden, sozusagen. Also der sollte dann zu Hause bleiben.